Und dann wird der Markt sagen, so, was macht denn die EZB? Bekämpft sie die Inflation? Und dann fliegen einige raus. Ja, dann haben wir wieder eine richtige Eurokrise. Oder aber lässt sie fünfe gratis sein und sagt, ja, vielleicht gesund beten, Inflation wird schon runterkommen, aber wir machen keine Rosskur dagegen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bialo-Interview. Ja, mein nächster Gesprächsgast kennt sich in Sachen Geldpolitik, Inflation, Konjunktur bestens aus. Er war in den 80er Jahren lange Zeit beim Internationalen Währungsfonds tätig in verschiedenen Funktionen, danach bei den Investmentbanken Goldman Sachs und Salomon Brothers, auch bei der Deutschen Bank, da zuletzt dann auch Chefvolkswirt von 2010 bis 2012 und seit 2012 leitet er das Flossbach von Storch Research Institute. Und ich freue mich jetzt, Professor Dr. Thomas Meyer begrüßen zu dürfen. Hallo Meyer, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Grüß Gott, Herr Schick. Ja, im April dieses Jahres wirklich eine Punktlandung hingelegt mit Ihrem neuen Buch, Das Inflationsgespenst, eine Weltgeschichte von Geld und Wert. Liest sich super, ein schöner Abriss, mehrere tausend Jahre eben, die Entwicklung der Geldpolitik. Und unterm Strich kann man festhalten, dass Geld eigentlich immer der Ausdruck seiner Krisen war. Wir haben jetzt eine handfeste Krise. Sie haben schon mehrere Krisen erlebt. Damals, 1979, haben Sie an Ihrer Promotionsarbeit geforscht am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die erste Ölkrise, 1973, auch erlebt. Jetzt die Frage, wie unterscheidet sich denn die aktuelle Krise von den vorhergenannten? Also wenn ich da so zurückdenke, habe ich den Eindruck, dass es diesmal einfach vielschichtiger ist. Letztes Mal, und damit meine ich jetzt die 73er-Krise, das war der Jom Kippur-Krieg, also der arabisch-israelische Krieg. Da schossen die Ölpreise in die Höhe und man kämpfte damit. Dann der zweite Schock, das war die iranische Revolution. Wieder schossen die Ölpreise in die Höhe, man kämpfte damit. Es war ein Rohstoff, ja, und es war ein Konflikt im Nahen Osten. Jetzt beides Mal. Jetzt ist es enorm vielschichtig. Jetzt steigen die Preise von einem ganzen Bündel von Rohstoffen. Und es gibt auch nicht nur einen Konzern. Wir hatten ja schon vor dem Ukraine-Krieg gesehen, in der Nachfolgezeit der Lockdowns, dass die Wiederöffnung der Wirtschaft, der globalen Wirtschaft, nicht so reibungslos funktioniert hat. Da gab es Unterbrechung der Lieferketten, da stiegen dann Rohstoffpreise, Zwischenproduktpreise, es gab Knappheiten hier überall. Und gerade in dem Moment, wo man dachte, jetzt könnte man eigentlich wieder rauskommen aus diesen Problemen, gab es dann den Ukraine-Krieg, den Überfall Russlands auf die Ukraine, das dann die Öl- und Gaspreise in die Höhe geschossen hat. Und dann gab es aber auch wieder die Zero-Covid-Politik Chinas, die wiederum die Lieferketten belastet hat. Wir hatten damals, wie ich gerade schon sagte, eigentlich ja einen Ost-West-Konflikt. Der Nahost-Konflikt ordnete sich da ein, der Westen gegenüber der Sowjetunion. Diesmal kommt noch dazu, dass wir ja noch nicht nur auf geopolitischer Ebene den Russland-Ukraine-Krieg hier in Europa wieder haben, hätte das gedacht, ne? Krieg hier zurück nach Europa, sondern wir haben auch den Konflikt USA-China. Das war ja auch knapp davor, möglicherweise zu einem heißen Krieg zu werden, als Frau Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses Taiwan, besuchte. Also es ist eine ganz vielschichtige Geschichte. Ich denke, es ist einfach komplizierter als damals. Die große Frage ist natürlich, haben die Notenbanken die Lage wirklich noch im Griff? Ich meine, sie haben sehr spät reagiert, die Fed zwar viel früher als die EZB, aber man sieht es eben ja auch, dass die Aktienmärkte schon ein bisschen auch am Tropf der Notenbanken hängen. Sag ich jetzt mal, wie so ein Junkie, wenn man dem Stoff entzieht, spielen die verrückt. Im Endeffekt ist es ja so ein Spiel, okay, wenn die Inflation doch höher ausfällt als erwartet, dann geht man davon aus, dass die Fed noch mehr Zinsanhebungen machen könnte. Da steht jetzt im 21. September sogar schon Zinssprung von 1,0 Prozentpunkten im Raum. Glauben Sie wirklich, dass das kommt? Ist das schon eingepreist? 1% an den Aktienmärkten?
Ich weiß es nicht, ich lasse es offen. Ich habe über Jahrzehnte hinweg professionell geraten, was da kommen könnte. Habe mich dabei immer gefühlt wie der Torwart im Elfmeter. Und jetzt lasse ich das lieber. Ich habe genügend Elfmeter-Tore kassiert. Also sicher ist, es kommt ein ordentlicher, eine ordentliche Zinserhöhung. Und Herr Powell redet ja sehr tough. Nicht? Also er gibt so vor, dass er in die Fußstapfen von Paul Volcker treten würde. Aber ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Sie hatten ja auch darauf hingewiesen, dass die Zentralbanken sehr spät in diese Inflationsbekämpfung eingestiegen sind. Sie wurden komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Interessanterweise war es in den 70ern auch so. Man kam aus den 60ern raus mit einer keynesianischen Wirtschaftsvorstellung. Ja. Da dachte man, naja, die Inflation steigt, wenn die Nachfrage steigt und sie fällt, wenn es umgekehrt ist. Und dann kam dieser Angebotsschock rein. Und damit konnte man nicht umgehen. Über Jahre hinweg hat man sich überlegt, wie kann man damit fertig werden? Das war die Zeit, in der das Wort Stagflation geboren wurde. Also die Wirtschaft runter, Inflation rauf, darf im keynesianischen Modell nicht vorkommen. In gewisser Weise haben die Zentralbanken die alten Fehler wiederholt. Sie haben sich jetzt im neukeynesianischen Modell festgebissen. Ja, wir konnten das ja immer sehen bei den Prognosen von Herrn Lane, des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank, wie er sich da laufend verschätzt hat. Und sie haben gedacht, ja, da kann eigentlich nichts kommen. Die Inflation ist eigentlich tot. Die haben wir besiegt. Der Drache ist getötet. Aber der Drache hat nur geschlafen und er kam wieder. Und die haben lange gebraucht, dann überhaupt mal die Sache ernst zu nehmen. Und jetzt hecheln sie der Inflation hinterher. Das haben die übrigens in den 70ern auch gemacht. Heute, da schaut man runter auf Arthur Burns, den Fed-Präsidenten, den Fed-Governor damals in den 70er Jahren, und sagt, er hat es vermasselt, der Burns. Aber schaut man sich das mal genauer an, dann hat er versucht, die Inflation einzuholen. Wenn die Inflation hochging, hat er die Zinsen hochgezogen. Und wenn sie dann kippte, dann dachte er, ja, jetzt ist es doch gut, jetzt kann ich wieder runtergehen. Und das hat er im Verlauf der 70er immer wieder mal gemacht, ja. Aber er hat wirklich den Drachen nicht getötet. Dazu musste es dann, braucht es den Folger. Sogar der hat zunächst mal 80, in den 80, 81 war es, glaube ich. Also die Zinsen wieder gesenkt, weil da so eine Inflationslücke war. Und erst daraufhin hat er sich durchgerungen zu dem Entschluss. So. Und jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Wir setzen die Fed Funds Rate Target Rate auf 20%. Ne, da hat die Inflationsrate irgendwo zwischen 12 und 14. Also Realzins von mehr als 6 Prozentpunkten. Das muss man sich auch mal nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Und heute kommt mir Paul eigentlich eher so vor wie Burns. Er rennt Inflationsrate her. Obwohl jetzt die Zinserhöhungen für unsere Begriffe, damit meine ich jetzt aus der jüngeren Vergangenheit geborenen Begriffe, obwohl sie kräftig sind, haben wir immer noch gewaltige negative Realzinsen. Bei einer Inflationsrate von 8, ja, und einer Fed Funds Rate, die jetzt gerade mal in Richtung 2 marschiert, haben wir eine gewaltige negativen Realzins immer noch. Und ohne positiven Realzins, glaube ich, kriegen Sie das nicht in den Griff. Jetzt der Aktienmarkt, der ist dabei, so ein bisschen diese Situation wieder zu erlernen. Ja? Man darf auch nicht vergessen, dass die meisten Leute, die jetzt im Markt sind, die haben das ja nicht erlebt. Die haben diese Märkte gar nicht behandelt. Die kennen das gar nicht. Ich sage den Kollegen immer, ihr seid in der Nanozeit aufgewacht. Nanotechnologie. Ne? Man redet über Basispünktchen. Wir sind aber wieder in der alten Zeit, da reden wir über Prozentpunkte. Ja. Und insofern denke ich, dass der Aktienmarkt momentan halt so ein bisschen so verunsichert ist. Ja, macht der Powell wirklich ernst oder macht er nicht so ernst? Wird er wirklich der neue Volcker oder ist er doch vielleicht doch eher der neue Arthur Burns? Also wir werden sehen. Und deshalb ist der Aktienmarkt von diesen Unsicherheiten bezüglich der Fed natürlich wird er hin und her geworfen. Dann kommen die ganzen geopolitischen Risiken dazu, die Rohstoffpreisproblematik. Jetzt könnte man sagen, naja, das alles ist ja eigentlich der Stoff für einen ordentlichen, wirklichen Bärenmarkt. Aber
dann schaut man sich um und sagt, naja, aber so schlecht laufen die Unternehmen ja gar nicht. Ne? Der Wirtschaft geht es zwar schlecht, die Inflation steigt, aber die schaffen es, ihre Margen auszuweiten. Ne? Wenn man sich das erste Halbjahr anschaut, gar nicht schlecht gelaufen. Wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, naja, der brummt. Also so richtig ist man noch nicht, hat man das noch nicht im Griff, wie es weitergeht. Und deshalb denke ich, dass man halt auch für die nächste Zeit mit hoher Volatilität im Aktienmarkt rechnen müssen. Ja, der geht mal rauf, der geht mal runter. Aber solange der Realzins nicht wirklich positiv wird, wird die Fed die Konjunktur nicht von sich aus kaputt machen. Darauf käme es aber dem Aktienmarkt an. Das ist für den Bondmarkt was anderes. Da reicht es auch, wenn die Zinsen von tief real negativ auf weniger real negativ sind. Für den Bondmarkt, da kommen eben die nominalen Zinserhöhungen. Sind da wichtig. Und deshalb ist der Bondmarkt eigentlich, sagen wir mal, eher momentan so in der langsamen Schmelze. Also Sie glauben da nicht, dass der Herr Volker, sage ich schon, Jerome Gott. Powell da wirklich vielleicht sogar einen Deflationsschock riskiert. Man sagt ja immer, okay, wenn man jetzt das Extrem, sagen wir, in kurzer Zeit extrem nach oben geht mit den Zinsen, da ist ja schon so ein bisschen auch Deflationsschockgefahr. Das sehen Sie nicht. Weil das wäre ja im Endeffekt für Ja. Unternehmen, Verbraucher, was die Rohstoffpreise, Energiepreise angeht, ja schon vielleicht auch wieder eine Entlastung. Und da brodelt es ja schon auch gewaltig in der Volksseele im Moment. Ja. Also, wenn man sich mal überlegt, was meinen wir mit Deflation, dann kann man, das haben ja viele erlebt, die uns jetzt auch zuhören und im Markt unterwegs sind, da denkt man ja in erster Linie an die Situation nach dem Platzen der Subprime-Blase in den USA, die Immobilienpreisblase. Und das hat man ja auch verglichen und das war ja auch richtig mit der Zeit nach dem großen Crash von 29 und der folgenden Depression. Diese Situation ist eine andere. Wir haben momentan eben eine andere Krankheit. Diese beiden Großereignisse, die kann man schon vergleichen im Ausmaß. Die Depression der 30er und dann die Finanzkrise. Die kamen ganz, ganz stark vom Finanzsektor her. Die Leute haben sich enorm verschuldet. Die Banken hatten riesige Probleme, weil sie so viel auch der Schuldpapiere auf den Bilanzen hatten. Die Schuldpapiere, also das vor allem die Collateralized Debt und die Collateralized Mortgage Obligations, wurden über viele strukturierte Finanzprodukte auch an die Bürger verteilt, die zum Teil gar nicht recht wussten, was sie da haben. Sogar Geldmarktfonds hatten die Dinger. Das heißt, sie hatten da eine enorme Banken- und Finanzkrise. Und wenn sie Banken- und Finanzkrisen haben, dann kommt es zur Chiralgeldzerstörung. Also wenn eine Bank umfällt, der Kredit fällt weg und sie wird vom Staat nicht herausgehauen, dann sind die Einlagen futsch. Das hat man natürlich dann im Gegensatz zu den 30er Jahren nach der Finanzkrise 07, 08, vor allem nach der Lehman-Pleite, ging der Staat dann kräftig rein, aber es war doch wirklich, wirklich ein Problem im Bankensektor. Das ist jetzt völlig anders. Ne? Die Anstöße kommen jetzt aus der Realwirtschaft her. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Der Finanzsektor ist da nicht direkt berührt. Und deshalb denke ich auch nicht, dass es zu einer, der japanische, amerikanisch-japanische Ökonom Richard Ku hat es ja damals als Bilanzrezession bezeichnet. Das hat er ja auch aus Japan, der Bubble-Ökonomie 90er Jahre abgeleitet. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Bilanzrezession sehen. Die Bilanzen sind gar nicht so schlecht. Nein, wenn wir jetzt was sehen, ist es eher so eine Art Stagflationskrise, die wir da haben. Und da spielt Deflation keine so große Rolle. Also ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Deflationssituation erleben oder ein Risiko sehen, das würde ich eigentlich nicht besonders hoch ansetzen. Sie meinen ja auch, Jerome Powell, im Endeffekt ein bisschen so ähnlich erinnert sie zumindest an den Arthur Burns, dass er der Inflation immer hinterherläuft. Wie weit kann da der aktuelle Zinszyklus oder besser gesagt die Inflation da noch weiterlaufen? Mein IFO-Institut schon mal erhöht jetzt für Jahresanfang 11% Inflation. Womit rechnen Sie bei sich im Haus, beim Flossbach von Storch Research Institute, ähnliche Dimensionen oder sogar noch einen Schnaps mehr? Wie weit kann es da hochgehen bei der Inflation und dann Ja. eben auch bei den Zinsen?
Also ich habe aufgehört, solche Punktprognosen zu machen. Ich habe es lange genug gemacht und manchmal stimmen sie nicht. Also es kommt eher darauf an, so die Großwetterlage zu bestimmen. Ne? Also ist die Frage, befindet sich die Wirtschaft in einem Hoch oder in einem Tief? Ist die Inflation jetzt, sagen wir mal, schwebt die über uns oder nicht? Und da denke ich schon, dass wir mittelfristig, also auf so 3, 4, 5 Jahre Sicht, mit erhöhter Inflation rechnen müssen. Warum? Ein Grund, den die meisten Volkswirte und so gut wie keiner in den Zentralbanken sich anschaut, das ist die enorme Geldmengenausweitung. Das war ja etwas, da ist man im Verlauf der 70er Jahre erst nach und nach drauf gekommen. Da gab es den Milton Friedman, der stieg dann zum Star auf im Verlauf der 70er Jahre. Der Monetarismus übernahm als wissenschaftliches Paradigma dann in den Universitäten die Herrschaft. Der Monetarismus zog in die Zentralbanken ein, die Bundesbank war ein großer Verfechter. Folger hat seine Zinserhöhungen mit dem Einfangen der Geldmenge erklärt. Davon ist überhaupt noch gar keine Rede. Wir sind noch ganz, ganz am Anfang der Lernkurve. Wenn Sie sich anschauen, was da passiert ist, dann sehen Sie erschreckende Ähnlichkeiten mit den 70er Jahren. Auch da lief die Geldmenge aus dem Ruder, weil man nicht wusste, wie man dieses neue Geldsystem managen sollte. Das war ja entstanden, als Richard Nixon 1971 den Dollar vom Gold abkoppelte. Da entstand das Fiat-Kreditgeldsystem, nenne ich das in meinem Buch. Geldschöpfung der Banken sozusagen über Kreditvergabe in die Zentralbank nur als Steuerungsinstrument. Man wusste nicht so recht, was man damit machen, wie man das managen sollte. Und da lief die Geldmenge aus dem Ruder. Sie hob ab, ne, von ihrer vergangenen Entwicklung. Sie hob ab vom realen Bruttoinlandsprodukt und schoss wirklich, wirklich nach oben. Wenn Sie sich anschauen, wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation. In der Pandemie wurde die Geld- und die Fiskalpolitik verschmolzen. Die Staaten haben sie verschuldet, zum Teil gewaltige Defizite. Und diese Defizite haben sie finanziert durch Geldproduktion der Anleihen, der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben die Anleihen gekauft und damit das Geld neu produziert, dem Staat neu produziertes Geld in die Taschen gesteckt. Da war aber keine Produktion dahinter, ne? Sondern das war einfach eine Geldschöpfung aus dem Nichts. Und jetzt haben wir wieder so einen Geldüberhang, der erinnert an die 70er Jahre, der bietet ihnen den Stoff, aus dem die Inflation wird. Ich erkläre das dann auch meinen Studenten immer so, wie Inflation entsteht. Man kann sich das vorstellen, wenn man ein Auto anlässt. Na, sie brauchen einen Startermotor, damit der Verbrenner überhaupt mal in Schwung kommt. Der Startermotor war in den 70ern der Ölpreisschock. Und jetzt haben wir wieder den Rohstoffpreisschock, das ist der Startermotor. Jetzt brauchen Sie Zündkerzen, damit der Motor läuft. Das sind jetzt die Löhne. Ja, wenn die Löhne ins Laufen kommen, weil die Preise ins Laufen kommen, dann fängt in der Verbrenner an, so rund zu drehen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die USA läuft schon, das sieht man das in den Statistiken. Bei uns beginnt es. Die IG Metall will ja 8%. Ja, also die können sich ja nicht sehen lassen, wenn sie jetzt wieder mit der Hälfte von dem rauskommen bei ihren Mitgliedern, wenn die Inflation noch höher ist. Also die müssen liefern. Dann habe ich gesehen, dass in einigen Ländern im Euroraum kommt hier die Lohnindexierung zurück. Also das heißt, die Löhne werden wieder an die Inflation gekoppelt. In Spanien erwartet man, dass nächstes Jahr nach dem Abschluss der dortigen Verhandlungen beinahe die Hälfte aller Lohnverträge wieder an der Inflation hängen, wie damals. Also jetzt haben sie den Zündfunken, hat er praktisch die Kolben jetzt ins Laufen bringt. Aber der Motor stirbt ihnen ja wieder ab, wenn er kein Benzin hat. Dann machen wir doch da weiter, genau. Das Stichwort ist es dann auch vielleicht der Grund, Herr Mayer, weil Sie ja die Preiserhöhungen auch im Lohnsektor angesprochen hatten, dass die USA im Endeffekt einen Tick mehr Inflation haben, obwohl der US-Dollar ja eigentlich so stark ist. Ist das dann vielleicht auch der Grund mit den Lohnerhöhungen, dass die da voran sind und dass da eben die Inflationsraten vorausgeprescht sind im Vergleich zu Europa? Also die USA haben eine höhere Kerninflationsrate, wenn man sich das anschaut. Da ist sie jetzt ja bei 6 Viertel gelandet, wir haben 4 Viertel. Sie haben eine höhere Kerninflationsrate. Insofern ist dann der Inflationsprozess schon breiter geworden. Also das hat sich jetzt schon in viele mehr Güter reingefressen.
Und da die in den USA die Lohnverhandlungen dezentral auf der Firmenebene stattfinden, sind auch schon, ist auch ist das Lohnwachstum auch schon sehr gut sichtbar. Die hatten auch mehr Geld produziert, noch mehr Geld produziert als die Europäische Zentralbank. Da könnte man sagen, im Grunde genommen hätten die ja vielleicht das größere Inflationsproblem. Bei uns ist es aber jetzt leider so, dass wir natürlich von den Rohstoffschocks viel stärker betroffen sind. Ne? Und deshalb ist unsere Gesamtinflationsrate noch höher als in den USA. Ne? Wir haben jetzt eine Inflationsrate von über 9. Die Amerikaner, die krebsen jetzt da irgendwie so um die 8 rum. Also das heißt, wir sind nicht in einer wirklich viel besseren Situation und vor allen Dingen, und das macht mir am meisten Sorgen, wir sind hinter den Amerikanern, was die Inflationsbekämpfung angeht, meilenweit hinterher. Ja. Also deshalb, wir können nicht sagen, das ist ein wesentliches Ami-Problem. Wir sind da gut raus. Nee, sehe ich eigentlich nicht so. Ja, das ist ja auch der Grund im Endeffekt, warum der Euro im Moment so unter Druck steht. Steht ja auch die EZB, Europäische Zentralbank, im Zugzwang stark. Deswegen hat sie ja auch die 0,75 gemacht und nicht die 0,5. Ob es reicht, wird man sehen. Zumindest ein bisschen festgenagelt gerade im Bereich Parität, Euro-Dollar. Wie wird es da Ihrer Meinung nach weitergehen? Müssen wir uns da wirklich nochmal auf eine deutliche Abwertung des Euro gefasst machen? Ich meine, Sie haben ja 2018 mit, ich glaube, 100 Kollegen auch einen Brandbrief verfasst und damals eben auch vor der Haftungsunion gewarnt, sodass die EZB da wirklich keine Fiskalpolitik betreiben soll. Das ist ja eigentlich nicht ihre Aufgabe. Wie weit kann es da noch nach unten gehen beim Euro, Ihrer Meinung nach? Ich fürchte, dass wir da die Tiefstände noch nicht gesehen haben. Was wir jetzt gerade beobachten, ist eigentlich eher der Ausdruck des Umstandes, dass die Fed früher gegen die Inflation angegangen ist und das kraftvoller macht. Ja, also bisher haben wir noch keine wirkliche Euro-Abwertung gesehen, die wieder wie während der Euro-Krise aus Sorge um den Fortbestand des Euros kommt. Ich fürchte aber, dass uns das noch blühen könnte. Warum? Weil die EZB viel stärker als die Fed in ihrem Handlungsspielraum, um gegen die Inflation zu kämpfen, gehandicapt ist. Gehandicapt deshalb, weil sich die EZB immer Sorgen machen muss, dass sich die hochverschuldeten lateineuropäischen Länder weiter finanzieren können. Wenn der Markt Italien den Hahn abdreht, ja, und eine italienische Anleihe ausläuft, dann hat der italienische Staat, der hat keine Reserven, um die zurückzuzahlen. Der muss sich neu verschulden können, damit er die auslaufende Anleihe zurückzahlen kann. Sonst gibt es einen Bankrott, Staatsbankrott. Wenn aber der Anleger sagt, nee, italienische Anleihen, da lasse ich die Finger von, ja, dann brauchen sie die Zentralbank, die da einspringt und diese Anleihe aufkauft. Und das hat die EZB ja auch anerkannt, wenn sie so wollen. Zuerst gab es ja das Programm, das Herr Draghi initiiert hat, nachdem er sagte, whatever it takes, also die EZB würde tun, was immer es brauche, um den Euro zu erhalten. Das waren die Outright Monetary Transactions. Herbst 2012, nachdem im Juli diese Garantie abgegeben. Die waren noch konditional. Das heißt also, die EZB geht rein, wenn es auch vom europäischen Stabilitätsmechanismus ein Wirtschaftsprogramm gibt und eine Unterstützung. Das gefiel vielen nicht, vor allem den Italienern nicht. Die haben gesagt, wir sind doch nicht so klein wie die anderen, dass wir jetzt mit dem Hut in der Hand zum ESM pilgern. Nein, wir brauchen diese Unterstützung. Deshalb gab es jetzt dann TPI, auch so eine orwellsche Bezeichnung. Transmission Protection Instrument, ja. Transmission, also der Geldpolitik, die soll geschützt werden, aber da geht es nicht um Geldpolitik, denn die schützen nicht den Geldmarkt. Geldpolitik wird im Geldmarkt weitergegeben. Aber das TPI fokussiert sich auf den Anleihemarkt. 1 bis 10-jährige Anleihen. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Staatssolvenzgarantie. Also fiskalisch. So, das Problem ist jetzt, wenn die Zinsen weiter steigen müssten, ja, um die Inflation zu besiegen, kommt dieses Problem rein.
Das kommt dann rein. Und dann wird der Markt sagen, so, was macht denn die EZB? Bekämpft sie die Inflation? Und dann fliegen einige raus. Ja, dann haben wir wieder eine richtige Eurokrise. Oder aber lässt sie fünfe gerade sein und sagt, ja, vielleicht gesund beten, Inflation wird schon runterkommen, aber wir machen keine Rosskur dagegen. Ja. Und das ist wohl das wahrscheinliche Szenario. Deshalb rede ich in meinem Buch und auch sonst von der Liraisierung des Euros. Damit meine ich, dass die EZB jetzt so aufgestellt ist wie die Banca d'Italia das in den 70er Jahren war. Die Banca d'Italia, die hat einen tollen Job gemacht, solange sie im Bretton-Woods-System, da war ja der Dollar ans Gold gekoppelt, die Lira war an den Dollar gekoppelt, da konnte die Banca d'Italia sagen, Politiker, lasst uns in Ruhe. Wenn ihr wollt, dass wir jetzt euren Staat finanzieren, dann fällt die Lira gegenüber dem Dollar runter, dann könnt ihr euren Wählern erzählen, warum die Lira jetzt in die Grütze geht. Dann haben die Politiker gemerkt, das wollen wir ja nicht. Sobald aber die Wechselkurse zu floaten begannen, grätschen die Politiker rein, haben die Banca d'Italia gezwungen, ihre Defizite zu finanzieren, wenn ihnen die Zinsen so hoch waren und der Markt so hohe Zinsen verlangte, gingen sie zur Banca d'Italia. Kauf mal das Zeug auf. So, das Ergebnis war jetzt eine gewaltige Abwertung der Lira. Von 200 Lira D-Mark, pro D-Mark, das war so Anfang der 70er, auf 1200. Das muss man sich mal überlegen in der Spitze. Ein wahnsinniger Wertverfall der Lira und eine hohe Inflationsrate. Im Schnitt waren es so ungefähr 9% in Italien im Verlauf der 70er Jahre. Und jetzt haben wir diese Konstellation wieder. Wenn die Italiener sich nicht finanzieren können, dann gehen sie zur EZB und sagen, hier, also jetzt macht mal was, ja, oder wir sprengen den Euro. Und das haben wir noch nicht gesehen. Wenn es so weit kommt, dass der Markt riecht, ja, die EZB ist jetzt in der gleichen Position wie die Banca d'Italia, dann betrachtet er den Euro wie die Lira. Wie die Lira, ne? Und dann gibt es noch ordentliche Luft nach unten. Ja, ist das Problem nicht vielleicht auch generell in Europa so, dass es ganz unterschiedliche Wirtschaftssysteme gibt? Ich meine, bei uns ist jetzt im Gespräch, in der Diskussion, ob man das Rentenalter auf 70 anhebt, Renteneintrittsalter. Ich glaube, in manchen EU-Staaten, in Griechenland, wo es da in der Krise war, da war es ja unter 60, ich glaube 58, ich glaube, das ist jetzt schon wieder ein bisschen höher. Aber diese Ungleichgewichte, wäre es dann nicht besser, wenn man da jetzt mal Nägel mit Köpfen machen würde, mit zu sagen, okay, ihr bleibt drin, alles okay, aber dann muss eben jeder bekommt das gleiche, die gleiche Leistung, sage ich mal, für die gleiche Arbeit. Also, dass man halt dann auch wirklich jeder bis 70 arbeiten muss, dass das gleichmäßige verteilt wird, dass sag ich mal, die Peripheriestaaten, die Hochverschuldeten, da auch ihre Finanzpolitik eben abtreten müssen an eine höhere Institution. Wäre das nicht auch eine Lösung für Sie? Also diese Debatte, die hat man ja schon in den 90er Jahren geführt. Und da gab es genügend Ökonomen, die sagten, wenn ihr nur eine Währungsunion macht, funktioniert es nicht. Ihr braucht auch eine Fiskalunion. Und dann können Sie solche Dinge zentral entscheiden. So, was heißt das Fiskalunion? Ja, dann braucht man auch eine politische Union. Das ist ja das Königsrecht des Parlaments, ja, über Steuern und Ausgaben zu entscheiden. Das heißt, da muss man das Europäische Parlament als übergeordnetes Parlament über alle nationalen Parlamente setzen. Und die nationalen Parlamente sind dann wie Landesregierungen bei uns. Die müssen dann ausführen, und können in begrenztem Umfang Eigenentscheidungen, dann im Wesentlichen müssen sie ausführen, was dann aus Brüssel ihnen hier gesagt wird. Das will aber keiner. Und deshalb haben wir eine halbgebackene Währungsunion. Die ist wirklich halbbacken. Das war eine Währungsunion, die war für den Sommer gemacht. Das ist wie ein Sommerhäuschen. Ne? Also Sie sagen hier, ich bin in einem wahnsinnig schönen Klima, das ist immer wohltemperiert. Ich baue jetzt ein Häuschen mit dünnen Wänden und eine Heizung brauche ich eh nicht. Der Euro war ein Kind dieser Friedenszeit, ja, der Niedriginflation, der fallenden Zinsen. Es war ein Sommerhäuschen. Und auf einmal stellen sie fest, oh mein Gott, das stimmt ja gar nicht. Wir sehen jetzt den Winter kommen. Es wird kalt. Es weht. Es stürmt. Es schneit. Und auf einmal ist das Sommerhäuschen, das wackelt und es zieht, ja, und die Dachziegel fliegen davon und sie sind laufend beschäftigt und nageln wieder drauf, dass ihnen das Ding nicht zusammenbricht. Also wir sind ja durch diese Debatte
Und wir kommen eigentlich da nicht wieder zurück. Und deshalb habe ich mir überlegt, es ist ja wirklich für Europa ein Desaster, wenn unser Sommerhäuschen, der Euro, kaputt ginge. Ne? Dann gibt es die Anschuldigung, ihr habt ihn kaputt gemacht. Dann ne? sagen die Italiener, ihr habt ihn kaputt gemacht, ihr Deutschen. Sagen wir nie, ne, wir sind es, denn ihr wart, ihr habt nicht genügend gespart und so weiter. Das wird übel. Und deshalb habe ich mir halt überlegt, was könnte man tun? Und ich denke, das Beste wäre für uns alle in Europa, um auch den politischen Frieden zu bewahren, um die Europäische Union zu schützen. Das ist ja eine enorme Errungenschaft überhaupt für Europa. Wäre es, den Euro zurückzubauen? Es gab mal ursprünglich von den Briten eingebracht in die Debatte, dass der Euro als Parallelwährung zu anderen Währungen aufgestellt werden könnte, dass Länder oder Personen, die den gerne nutzen, ihn nutzen können, aber auch andere Währungen umlaufen. Ich glaube, eine solche Idee, den Euro jetzt wieder zurückzubringen auf die Idee der Parallelwährung und zuzulassen, dass andere Währungen umlaufen, das würde ihn retten und würde das politische Desaster hoffentlich vermeiden, das damit verbunden wäre, wenn er wirklich auseinanderfliegen würde. Ja. Denn wir haben ja in Europa, schauen Sie, die Europäische Union hat ja viele Währungen. Gut, wir haben das Pfund verloren, aber wir haben ja andere, die drin sind. Und viele wollen ja gar nicht rein. Die Schweden wollen nicht rein. Ja, die Polen wollen nicht rein. Die Dänen wollen nicht rein. Eigentlich will nur rein, wer wirklich eine Schwachwährung hat, der ja viel Probleme hat, ja, der möchte rein. Denn dann denkt er, ich kann ja meine Probleme mit dem Rest aufladen. Aber das macht es ja nicht besser. Deshalb wäre es eigentlich besser zu sagen, hier, lasst uns diesen Euro einfach als Angebot einer gemeinsamen Währung etablieren. Und wer da nicht mitkommt, der soll halt seine eigene Währung einführen. Das wäre das Sinnvollste meines Erachtens. Aber ich sage das nur, weil ich vermeiden will, dass es wieder heißt, wie nach der Finanzkrise, keiner hat es kommen sehen und keiner hat eine Lösung. Natürlich werden die das nicht tun, ja. Natürlich werden die Dinge weiter treiben. Vermutlich müssen wir mit einer wirklichen ausgewachsenen Krise rechnen. Falls sie überhaupt einzig kommt, könnte sie dann kommen. Aber ich erwähne das jetzt halt. Vielleicht denkt ja mal irgendeiner drüber nach, wenn dann die Krise am Dampfen ist, dass man vielleicht da was tun müsste. Ja, im Buch beschreiben Sie es ja auch im Endeffekt, dass solche Krisen im Endeffekt systemimmanent sind, also dass Sie da eigentlich eine Reform auch des Systems auf jeden Fall, das wäre nötig, haben Sie ja jetzt auch gerade ausgeführt. Geldschöpfung abschaffen, sagen Sie auch immer wieder. Die Frage ist, die sich mir dann stellt, wie soll das dann funktionieren mit Kreditvergaben? Trocknet da der Kreditmarkt nicht aus? Wo kommt dann das Geld her für Investitionen, wenn man die Geldschöpfung jetzt komplett abschaffen würde? Also wir haben ja im Grunde genommen eine ideale Gelegenheit, den Euro umzustellen. Die digitalen Währungen werden immer wichtiger. Wir reden ja heute am 15. September und da wird ja gerade bei Ether, also die Kryptowährung Ether, die wird ja jetzt gerade momentan auf eine andere Software umgestellt. Und die wird sich meines Erachtens mit der Umstellung wird sie sich weiterentwickeln. Die Zentralbanken sind dabei, eigene digitale Währungen zu entwickeln. Die Chinesen haben es schon, ja, die positionieren sich schon, dass sie vielleicht das im ganzen asiatischen Raum als neue Leitwährung für ihre Region aufstellen. Die EZB arbeitet dran, die alle arbeiten, FED arbeitet dran. Jetzt könnte man hergehen und könnte eigentlich diese Umstellung auf eine Kryptowährung damit verbinden, dass die Zentralbank selbst das Geld schafft, dass es nicht die Geschäftsbanken machen. Ja. Und da gibt es auch schon ein schönes Rezept, das entstand aus dem Crash von 1929, den sogenannten Chicago-Plan. 1933, den könnte man nehmen, um praktisch dort
die Geldschöpfung bei der EZB zu zentralisieren. Das wollten die damals. Die wollten damals, dass die Geschäftsbanken aufhören mit der Kreditgeldschöpfung, weil die Ökonomen sagten, das führte zu diesen Blasen, zu diesen, damals waren es Aktienpreisblasen, heute haben wir das ja auch wieder gehabt. Und wir stellen das ab und wir lassen die Zentralbank das Ganze managen. Und ich glaube, die Idee verbunden mit der Digitalisierung ist nicht schlecht. Ich wäre aber völlig dagegen, dann diese Zentralbank digitalen Währungen als Monopolwährung zu etablieren. Also das sollte private Konkurrenz da sein, denn nichts macht ein Produkt besser, als wenn es durch Konkurrenz in Schach gehalten wird. Ja. Das Geld soll nicht zur Politik verwendet werden, sondern Geld soll zum Nutzen der Bürger da sein und nicht zum Nutzen der Politiker, um irgendwelche Dinge zu finanzieren und der Bürger dann hinterher denkt, braucht man das überhaupt? Also, im Grunde genommen gäbe es die Möglichkeit, die Chance ist da, die Technik ist da, man könnte es tun, wie die Chicago-Plan-Leute erläutert haben, kann man einen Teil der Staatsverschuldung sogar aus dem Markt nehmen, auf der Bilanz der Zentralbank parken, muss es da sein als Deckungsstock für die Kryptowährung, für die digitale Zentralbank. Könnte man alles machen. Und ihr Argument ist das, was einem immer wieder begegnet. Ja, aber wie soll denn dann überhaupt noch Kredite vergeben werden? Ja. Die Banken können ja nicht mehr neues Geld schöpfen zur Kreditvergabe. Aber die Banken können natürlich vorhandenes Geld einsammeln. Sie können den Leuten sagen, hier, wir bieten euch Einlagen an und wir verleihen diese Einlagen weiter an Investoren. Ja, das heute heißt modern Crowdfunding. Die Banken wären Crowdfunding-Institute. Die würden sich im Grunde genommen von einem Anleihenfonds, denken Sie an einen Fonds, der Unternehmensanleihen in seinen aufnimmt. Das ist auch eine Crowdfunding-Institution für Unternehmenskredite. Ja. Weil so ein Bondfund, der gibt alle Schwankungen und auch die Ausfälle an seine Anleger weiter. Ja. Eine Bank kann aber ihren Kunden eine sogenannte erste Verlustversicherung anbieten. Sie nimmt die erste Runde des Verlusts bis zu ihrem Eigenkapital. Da ist er abgesichert. Hat eine Bank 14% Eigenkapital zum Beispiel, dann wird aller Verlust bis zu minus 14% liegt bei der Bank und erst dann ist der Kunde beteiligt und sieht, dass seine Einlagen zurückgehen. Die Bank kann es sagen, ich bin eine ganz sichere Bank, ich mache 20% Eigenkapital. Dann hat der Kunde eine Versicherung über 20%. Dann wird die Bank sagen, naja, also ich bin eine sichere Bank, da gibt es halt keine so große Rendite. Okay? Dann kann der Kunde wählen. Man könnte das alles sehr, sehr, glaube ich, transparent aufstellen. Und ich glaube nicht, dass es deshalb Probleme gäbe bei der Unternehmensfinanzierung, bei der Wachstumsfinanzierung. Schauen Sie sich das an. In den USA werden die meisten Investitionen über den Kapitalmarkt finanziert, nicht durch Bankkredite. Also die Kapitalmarktfinanzierung ist losgelöst von der Geldschöpfung. Die Bankkredite sind Geldschöpfungsmaschinen. Die meisten Kredite gehen an den Immobilienmarkt. Ja. Also das heißt, Unternehmen kämen weiter an Kredite. Auch die Häuslebauer kämen ja an Kredite. Wir wissen ja, dass man solche Hausbaukredite, die kann man ja auch sekuritisieren. Das heißt also, das Argument, dass wir die Geldschöpfung aus dem Nichts brauchen, damit das Wachstum überhaupt eine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, ist meines Erachtens ein Ammenmärchen. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf den Substanzerhalt, auf den Inflationsschutz schauen, bleibt ja nicht viel übrig im Moment, finde ich. Nochmal kurz der Hinweis an die Zuschauer: Was wäre eure beste Lösung für unser Geldsystem? Schließt ihr euch der Meinung von Professor Dr. Meyer an? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt auf eure Lösungsvorschläge. Herr Dr. Meyer hat ja schon einiges vorgebracht. Besten Dank. Herr Meyer, jetzt aber nochmal ins Eingemachte. Wir bekommen wirklich viele zahlreiche Anfragen, sei es
Telefon, Mail, wir dürfen ja nicht beraten, wir können da auch nur allgemein uns halten, aber viele Leute fragen sich im Moment angesichts der wirklich extrem steigenden Inflationsraten, wie kann man denn überhaupt noch sein Geld schützen, dass man wirklich unterm Strich noch mit plus minus null rauskommt. Ich meine, Sie haben die Asset Price Inflation, die Vermögenspreisblase angesprochen, die durch die Geldmengenausweitung eben entstanden ist, wo man jetzt das Geld wieder ein bisschen abziehen will. Ob das gelingt, den Notenbanken haben wir ja schon gesprochen oder nicht, das steht noch in den Sternen. Aber wie kann da wirklich der brave Sparer, der deutsche Michel, sage ich jetzt mal, sein hart verdientes Geld, 50.000 Euro, 100.000 Euro für die Altersvorsorge, wie kann er das zumindest noch bewahren? Schaut es nicht so rosig aus im Moment, oder? Für alle nominalen Anlagen, das sind also Sparbücher, Termingelder, Anleihen, da sieht es übel aus. Denn solange die Inflation über dem Zins bleibt, ja, und da müssten die Zinsen schon gewaltig steigen, dass sie über die Inflation gehen, oder die Inflation müsste kollabieren. Und da hatten wir darüber gesprochen, ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Da werden sie natürlich zweimal gekniffen. Zum einen, das sind die Coupons oder die Zinsen, die sind ja, die gleichen ja die Inflation nicht aus und am Ende werden sie mit entwertetem Geld zurückbezahlt. Ja. Also das sind keine guten Anlagen. Jetzt kann man sich natürlich umschauen und sagen, wie war das in der Vergangenheit? In der Vergangenheit, in den 70er Jahren, da spielten Immobilien eine große Rolle. Zum Beispiel in Italien. Deshalb haben die Italiener heute so viel Immobilienvermögen. Die sind ja laut EZB-Statistik doppelt so reich wie die Deutschen, weil die in den Jahren der Hochinflation haben sie sich halt in Immobilien geflüchtet und deren Preise sind halt weiter gestiegen. Das heißt, diese realen Vermögensanlagen nennt man das. Die bieten einen gewissen Inflationsschutz. Nun sind Immobilien als Eigenheim sehr gut, kann man tun. Als Anlage, also früher hatten die Anleger oft ihre Pensionen da rein investiert, das hieß dann Zinshaus. Ja. Da sind sie problematisch, weil das nächste, was der Staat macht, wenn die Inflation steigt, er macht es den Immobilienbesitzern schwer. Er zieht Mietpreisbremsen ein, ja, er macht alles Mögliche. Also, das hat man, wie gesagt, die Italiener haben damals hauptsächlich Eigenheime sich zugelegt, aber Mietshäuser ist noch eine knifflige Geschichte. Wer also sein Eigenheim hat und jetzt überlegt, wie kann ich dann noch weiter mein Geld, das ich jetzt brauche, absichern, da würde ich sagen, es ist vielleicht besser, das in den Aktienmarkt anzulegen, als jetzt sagen wir eine Mietwohnung zu kaufen. Ja, die Aktien sind kein perfekter Schutz gegen Inflation, aber sie sind ein ganz guter Schutz. Also sie sind, es kann passieren, dass sie Probleme haben, wenn die Zentralbank einen Volker macht. Aber da würde ich mal sagen, das wäre sehr außergewöhnlich, das tun würde. Da hätte man vielleicht Probleme. In den 70er Jahren war das da nicht so doll. Ne? Und dann durch die Zinssenkungen, durch die Zinserhöhungen sanken die Aktienpreise, haben sich später aber wieder erholt. Also gegen Ende der 70er, Anfang der 80er waren die Aktien spottbillig. Wer es durchgehalten hat, ja, der war dann wieder im Verlauf der 80er Jahre fein raus. Aber wer, sagen wir mal, Anfang der 70er gekauft hat und dann zum Tiefpunkt in den 80 verkauft hat, der war zwar natürlich übel aus. Ja. Also deshalb, Aktien sollte man in Betracht ziehen und man sollte der Sache Zeit geben. Also das ist jetzt halt auch etwas für jüngere Leute, die sollten sich das einfach die Zeit nehmen und das liegen lassen. Und wenn die Welt nicht untergeht, wird ein global investiertes Aktienportfolio über die Zeit wachsen mit etwa dem, der Rate, mit der die Weltwirtschaft wächst, nominal. Auch Schutz gegen Inflation. Und dann ist natürlich der klassische Inflationsschutz ist Gold. Das hat in den 70er Jahren funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen wobbelig, aber letztendlich, glaube ich, ist das auch ein Inflationsschutz. Ja, und dann müssen wir mal sehen, was mit den Kryptos passiert. Da ist natürlich jetzt, da, die fahren natürlich jetzt richtig Karussell. Man weiß nicht, das ist natürlich das Hochrisiko, die Hochrisikowette zu sagen, die sind ein Inflationsschutz. Man weiß noch nicht, wie sie rauskommen, aber sie haben sicherlich Potenzial. Aber wer da bei, sag ich mal, bei Höchstständen eingestiegen ist, weil er eben gedacht hat, okay, ein guter Inflationsschutz, sei jetzt mal im November letzten Jahres, bei roundabout knapp 70.000 US-Dollar, sind wir dann auch im Tief Jetzt mal deutlich unter die gucken. 20.000 gekracht. Also
Das war auch nicht so schön für manche, sage ich jetzt mal. Nein, 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 das war nicht schön. Also bei den Kryptos, da müssen Sie unbedingt mit Volatilität leben können. Wer weiß, vielleicht wird in ein paar Jahren der Bitcoin-Preis auf 100 steigen, keiner weiß. Vielleicht ist aber auch nur noch die Hälfte von dem gegenwärtigen Preis wert. Also das sind so, da braucht man wirklich hohe Risikotoleranz. Bei den Aktien denke ich, wenn Sie der Sache Zeit geben und wenn Sie global investieren, sehr breit gestreut, kann Ihnen eigentlich nicht viel passieren. Denken Sie an den norwegischen Staatsfonds. Ne? Dem gehört ein nicht unerheblicher Teil der gesamten Weltwirtschaft. Da muss schon die gesamte Weltwirtschaft verschwinden, dann hat der Staatsfonds seine Anlage verloren. Gut, die Japaner können ein Lied davon singen. Ich glaube, immer noch über 30% vom Allzeithoch weg. Das 89, glaube ich, war bei roundabout, waren wir 40.000 fast. Ja, Gut, 44.000 immer noch nicht getoppt, immer noch Euro. 30% runter, obwohl die ja so gut gelaufen sind, eigentlich jetzt in den letzten Jahren. Das Genau, glauben Sie ich nicht, gucke. dass das der Welt mit Weltaktien auch passiert, mit dem MSCI World, sage ich jetzt mal, so ein japanisches Szenario ist ausgeschlossen für Sie. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir alle wie die Japaner werden. Es ist nicht unmöglich. Aber wenn wir alle wie die Japaner jetzt werden würden, ja, ging es uns auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber Spaß beiseite. Was man daraus lernen kann, ist, ja, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also ich möchte jetzt nicht die deutsche Industrie schlecht machen, aber das japanische Beispiel zeigt, um Gottes Willen, jetzt nicht alle Ersparnisse in DAX-ETF stecken. Ja? Das wäre nicht gut. Aber wenn Sie einen globalen Index nehmen, MSCI World oder sowas, ja, wie gesagt, da müsste eigentlich die Weltwirtschaft an ihr Ende kommen. Dann haben sie finale Verluste. Aber solange es weitergeht, solange die Welt weiter wächst, und ich denke, dass sie das tun wird, wenn sie das nicht mehr tut, haben wir viele andere Probleme. Also dann kann ihnen eigentlich mit einem global diversifizierten Portfolio, wenn sie sich die Zeit nehmen, nicht allzu viel Schlechtes passieren. Abschließend noch, vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz aufs Gold geschaut. Es ist ja so gewesen, 2011 hatten wir das Allzeithoch eben bei knapp 2000 US-Dollar. Jetzt sind wir auch wieder deutlich drunter im Endeffekt. Obwohl in den 10 Jahren ja die Geldmengenausweitung gigantisch war. Das heißt ja eigentlich immer Geldmengenausweitung, dann müsste ja der Goldpreis nachziehen. Hat er nicht so gemacht und jetzt kommen wieder die steigenden Zinsen. Das bringt da auch wieder ein bisschen Druck rein, aber da sind sie doch optimistisch, sage ich jetzt mal, mittelfristig, dass wir da vielleicht nächstes Jahr wieder die alten Rekordstände sehen werden. Ich weiß nicht, ob wir das nächstes Jahr sehen, aber wenn Sie sich das langfristig anschauen, ja, dann steigt der Goldpreis halt mit der Inflation. Langfristig meine ich, das geht dann über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Es gibt auch wirkliche Dellen. Das war so die Paul-Volcker-Delle. Als der Realzins positiv wurde, sackte Gold ab. Ich habe damals noch 1980 so ziemlich an der Spitze Gold gekauft und kann mich noch gut daran erinnern, weil ich dem Volker das nicht zugetraut hätte. Da blieb dann immer allzu viel übrig. Ja, so ging es meinem Opa, der ist leider jetzt mit 91 gestorben, auch. Der Es kann sich da auch noch, konnte sich gut ist noch an halt, die 80er Jahre genau, erinnern. genau. Es ist halt die Frage, glauben Sie, dass die Zentralbanken Ihnen einen positiven Realzins bescheren können? Denn solange der Realzins negativ ist, das heißt, solange der Nominalzins unter der Inflationsrate bleibt, ja, sind Sie mit Gold halt wie im Segelschiff mit einem Rückenwind unterwegs. Der schiebt nicht immer gleich schnell, ja, dreht manchmal ein bisschen die Windrichtung, aber in der Tendenz schiebt er sich nach vorne. Wenn der Realzins positiv wird, dann bläst Ihnen der Wind ins Gesicht im Goldmarkt. Ja. Das ist jetzt halt die große Frage. Insofern ist es eine Absicherung dagegen, dass die Zentralbanken halt die Kontrolle über die Inflation nicht wiedergewinnen. Ich denke, da ist schon was dran, ne? Diese Überlegung, das muss man zulassen, die Möglichkeit, dass sie die Kontrolle über die Inflation nicht wiedergewinnen. Ja, und bei den Aktienmärkten jetzt, weil Sie gemeint hatten, ja gut, das große Bild, der große Bullenmarkt sei von März 2009, ja, 12 Jahre lang gelaufen, sage ich jetzt mal, der Bullenmarkt, der ist vorbei für Sie. Wie lang könnte der Bärenmarkt, ich meine, das ist klar, immer eine Glaskugelseherei auch, aber dass wir da
schon mal jetzt 2, 3 Jahre Durchschläge auch haben, dass man jetzt nicht gleich mit seinem ganzen Kapital reingehen soll, sondern vielleicht in Tranchen auch immer wieder Rücksetzer nutzt, um da Positionen aufzubauen. Das macht dann durchaus Sinn, auch das bisschen zu streuen wahrscheinlich, oder? Also man muss halt einfach sehen, dass wir im Jahreswechsel 21/22 auch eine Zeitenwende im Finanzmarkt hatten. Ich hatte es schon angedeutet, wir sahen das Ende eines 40-jährigen Bullenmarkts im Anleihemarkt. Gewaltig, gewaltig. Ich habe es gewundert, dass da kein Journalist darüber so richtig geschrieben hat. Anleihemärkte, die schwanken in Jahrzehnten. Wir hatten davor einen 27-jährigen Bärmarkt. Von Mitte der 50er bis Anfang der 80er, 40 Jahre Bullenmarkt, der ist jetzt weg. Die Aktienmärkte, die sind jetzt, die gehen in Jahren, ja, aber wir hatten einen sehr schönen Bullenmarkt von 2009, ja, bis auch Ende 21 war das, kann man sagen. Der wurde getrieben durch diesen gigantischen Anleihebärmarkt. Wir hatten praktisch für den Aktienmarkt waren der beste aller Welten. Also sowas, das kommt vielleicht, das sind so diese Jahrhundertereignisse. Da darf sich der Anleger aber nicht in die Tasche lügen und sagen, es wird immer so bleiben, wie in diesem Jahrhundertereignis. Und deshalb denke ich nach vorne gerichtet, solange der Realzins nicht positiv wird, hat auch der Aktienmarkt diesen Rückenwind, ja. Natürlich sorgen sich die Leute immer, könnte der Powell nicht doch der neue Volcker sein? Ja? Könnte die EZB nicht vielleicht doch noch eine Überraschung aus ihrem Hut zaubern und die Zinsen kräftig nach oben bringen? Deshalb, man muss sich darauf einstellen, hohe Volatilität, es wird so sein. Ja? Aber letztendlich wird, wer sich Zeit nimmt, der ist im Aktienmarkt trotzdem gut aufgehoben. Aber jetzt muss ich halt die Warnung dazu bringen. Derjenige, der sich durch Schwankungen aus dem Konzept bringen lässt, ne, der kauft, wenn es gerade schön ist und dann verkauft, wenn es unten ist, der wird keinen Spaß haben. Das sollte man sich vorher überlegen, ob man diese Achterbahnfahrt mitmachen kann. Also man braucht dann schon einen starken Magen. Sagt Professor Dr. Thomas Mayer, Leiter des Flossbach von Storch Research Institute. Herr Mayer, besten Dank für den Moment. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war auch wirklich gehaltvoll. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten auch einiges mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht zum Jahreswechsel dann nochmal mit einem Interview nachlegen könnten. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like oder abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr Fragen an Thomas Mayer, stellt sie uns gern direkt unten in der Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bealo.de. Wir schauen dann, dass wir vielleicht in der nächsten Sendung mit Herrn Mayer dann 2, 3 Fragen von euch mit in die Sendung nehmen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub für 2 Wochen. Mein Kollege Kevin Schwarzinger wird mich vertreten. Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Mein Kollege Luis Ropero hat auf unserem Zweitkanal Finanzwissen wieder ein schönes Video gemacht. Schaut doch einfach mal rein zum Thema steuerfreie Dividenden. Zu schön, um wahr zu sein? Die Antwort gibt es von Luis. Ich verabschiede mich bis Anfang Oktober dann. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.